Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Let's Play. Heute spielen wir Project Highrise. Das Game ist auf Steam für 19,99 verfügbar. Und es gibt schon ein paar DLCs dazu, damit man einfach sein Tower hier ein bisschen anpassen kann. Eben das alte Berlin oder man kann Las Vegas einschalten oder Tokyo Towers. Wie auch immer, wir spielen die Grundversion, die pure Version, die es um 19,99 auf Steam gibt. Wir schauen gleich mal hinein, wir gehen auf neues Spiel. Ich nenne hier meinen Tower einfach mal zu Ariel Salzburg. Schwierigkeit ist gerade ist einfach, Grundstücksgröße extra groß natürlich. Wir möchten ja ordentlich was bauen und dann gehen wir gleich mal auf Start. Ja, das Game hat mich fasziniert. Ich habe es seit ein paar Monaten schon. Ich habe es jetzt nicht so oft gespielt, aber doch schon ein paar Stunden. Ich fange jetzt gerade wieder an, öfters zu spielen. Einfach weil ich habe früher viel Sim Towers gespielt. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch noch kennt. Sim Towers von die Entwickler Maxis. Das war auch die Programmierer von SimCity zum Beispiel. Gut, fangen wir hier gleich mal an. Ja, im Prinzip geht es darum, ich zoome mal raus. Das hier ist unser erster Tower. Hier kommen links die ersten Arbeiter. Wir können diesen Tower ganz nach oben bauen, immer weiter, das hört eigentlich nicht auf. Und wir können den Tower natürlich auch links und rechts erweitern. Wir können hier auch runtergraben und Garagen bauen und Züge und U-Bahnen und so weiter und so fort. Aber jetzt fangen wir einfach mal klein an. Was wir hier sehen, ist ein Treppenhaus, ein Stiegenhaus. Das hier ist unser Konstruktionsbüro. Ich lasse mal ein bisschen laufen. Hier sind die Arbeiter drin, die uns dann hier gleich die ersten Büros bauen. Das hier ist ein kleiner Stromtransformator, der eben hier über diese Steigleitungen mir mein Hochhaus mit Strom, mit Telefonanbindung und mit Kabelnetzwerk verbindet. Wenn wir hier unten links uns das Menü anschauen, sehen wir hier bei dem Button Bodenflächen hier mehr Bodenteile hinzufügen. Und das können wir auch gleich mal machen. Wir erweitern jetzt einfach hier ein paar Bodenteile nach rechts und hier gehen wir auch ein bisschen nach rechts und ich baue auch noch gleich eine zweite Ebene ein, weil wir hier dann einfach ein paar Büros brauchen. Gleich zu Beginn, ich persönlich baue das so. Wir haben ja hier gesagt, hier unter Infrastruktur, wir gehen hier auf Strom und Telefon, hier dieser Button und sehen eben jetzt die gelbe Leitung. Die gelbe Leitung ist unser Strom, das heißt wir werden jetzt den Strom hier nach links und hier nach rechts erweitern und wir brauchen aber auch Strom im ersten Stockwerk. Deswegen brauchen wir jetzt hier so eine Steigleitung, einen Steigkanal nenne ich das, damit wir hier auch den Strom erweitern können. Und wenn wir hier jetzt Büros bauen, dann brauchen Büros auch ein Telefon. Telefon ist ein bisschen orange eingezeichnet. Kabel TV ist dann für unsere Mieter später wichtig. Es gibt hier aber auch Wasser und es gibt Gas. Und für Wasser und Gas brauchen wir hier eben einen eigenen Versorgungsbereich. Und den können wir hier bauen, indem wir sagen, elektrische Transformatoren, hier bei Wasser, Gebäude und Wasseranschlüsse. Und dann könnten wir jetzt hier ein Gebäude und Wasseranschluss bauen. Ich weiß aus der Vergangenheit, dass wir zu Beginn relativ viel Strom brauchen werden. Und dieser Strom hier liefert, ihr seht es hier rechts oben, 10 Elektrizität. Ja, also das reicht nicht, das wird ziemlich schnell zu Ende gehen. Deswegen gibt es hier unten einen größeren Stromanschluss. Wenn wir den jetzt hier bauen, dann können wir mehr Strom anbieten. Das heißt, wir können jetzt hierher gehen und können das Gebäude entfernen oder ich baue es einfach daneben hin und habe dann mehr Strom zur Verfügung. Ja. Also wir brauchen das alte nicht abreißen, wir können einfach ein neues dazu bauen. Wir gehen hier einfach mal taktisch vor. Hier ganz rechts gibt es diesen Button bestehende Aufträge. Wir können hier einfach mal durchsehen, was es so gibt. Ja, wir können hier neue Büros bauen, neue Studio-Apartments oder ein bisschen Abwechslung, Einzelhandelswüste und so weiter und so fort. Ich gehe jetzt mal auf nur einfache Büros und gehe hier auf Auftrag unterzeichnen.
Jetzt haben wir hier rechts einen Auftrag bekommen und müssen 4 Büros bauen für Versicherungsvertreter, 4 für Buchhalter, 4 für Rechtsanwälte und 4 Büros für Kreative. Das wird ein interessanter Job, denn die brauchen natürlich nicht nur Büros, sondern die wollen auch etwas zum Essen haben. Das bedeutet, wir müssen hier als allererstes, bauen wir jetzt mal hier unten ein Büro. Fangen wir mal an. Ich gehe mal von, hier bauen wir noch ein Stiegenhaus und hier bauen wir einen Lift. Also würde ich sagen, wir fangen jetzt, ja, hier bauen wir ein Büro hin, das erste. Dann hier eins. Hier bauen wir noch eine Steigleitung hin für Gas und Wasser, also lasse ich eins frei. Oder bauen wir die hier hin? Naja, ich kann hier noch gar nicht bauen, weil die Arbeiter erst die Kacheln fertig machen müssen. Das heißt, wir gehen hier unten links einfach mal auf Geschwindigkeit erhöhen. Dann sind die ein bisschen schneller. Dann können wir ja hier unser Treppenhaus erweitern, dass die Arbeiter auch nach oben kommen. Und unsere Aufzüge. Ich habe jetzt hier den Aufzug 1 zu viel Platz gelassen, macht aber kein, ist kein Problem. Denn irgendwann gibt es einen größeren Aufzug und dann kann ich den hier einfach hinbauen. Deswegen kann ich jetzt hier einfach einen Lift bauen, alles gut. Ich werde hier gleich nochmal die Büros und noch um einen Stockwerk erweitern, weil wir den Platz einfach brauchen. Und hier baue ich auch wieder ein Stiegenhaus hin. Ich werde hier oben mal, sobald die Kacheln hier fertig gebaut sind, also diese mit Kacheln meine ich, hier ist ja überall Baustelle. Das ist jetzt unser Tagesbericht. 4600 minus, das ist nicht gut. Hier sind die ganzen Baustellen und die Arbeiter müssen hier erst einmal die, die Räumlichkeiten fertig bauen. Ja, jetzt können wir hier unser erstes Restaurant bauen. Hier baue ich eins hin. Daraus machen wir eine Burrito. Bekommen für das Burrito-Lokal 105 Dollar im Monat, das machen wir. Und hier geben wir einen Versicherungsmakler hinein und hier geben wir einen Buchhaltungsbüro hinein. Wie gesagt, die Büros brauchen auch Telefon, deswegen können wir auf Telefon gehen und einfach die Telefonleitung verlängern. Ihr braucht nicht über die ganze Länge gehen, nur dahin. Wo das Büro dann stehen, auch stehen wird. So. Dann baue ich hier gleich noch eine Gas-Wasser-Installation hin. Und eine Steigleitung dafür. Denn unser süßes Büro wird höchstwahrscheinlich irgendwann Wasser brauchen, beziehungsweise sie melden sich ja eh, wenn sie es brauchen. So, dann werden wir hier die Büros weiter ausbauen. Dann baue ich gleich eins hin, hier eins und hier eins. Ich möchte gerne hier noch eins hinbauen, da fehlen mir noch 2 Kacheln und dann könnten wir hier noch voll machen. Deswegen bauen wir hier einfach noch eine Erhöhung. Und hier lasse ich auch gleich eine Anwaltskanzlei einziehen und noch eine und noch eine. Die zahlen ganz gut. Und hier könnte ich noch ein Lokal hinbauen. Ein Donutshop. Und hier bauen wir gleich wieder Büros rein. Ihr könnt hier drauf aufpassen, dass ihr immer die Mieter nehmt, die am meisten zahlen. Das ist sicherlich eine gute Strategie. Derweil ist es mir aber egal, weil ich versuche hier oben rechts eben meinen Auftrag fertigzustellen.
Die haben jetzt dieses Symbol, dass ihnen was fehlt, und zwar ihnen fehlt. Was fehlt ihnen denn? Das ist hier ein Symbol. Zu wenig Telefonanlagen. Oje. Muss ich kurz schauen. Ja, wir haben hier keine Telefonanlage im Haus. Das ist natürlich nicht gut. Und jetzt haben wir eine. Ich hoffe, dass die Mieter jetzt nicht so schnell ausziehen werden. Der ist schon weg und der... Die hauen hier alle ab. Die sind jetzt schon unzufrieden, weil sie kein Telefon haben. Ich habe ja einfach die Telefonanlage zu Beginn vergessen. Macht aber nichts. Ich hole mir alle Mieter wieder retour. Kein Problem. Bauen wir hier einfach die Büros nach. Wenn es keine Leute gibt, die hier mitmachen wollen, keine Mieter gibt, die Interesse daran haben, einfach eine Werbung laufen lassen. Kostet ein bisschen was, aber dafür kommen auch wieder potenzielle Mieter. So, mein Geld geht hier zu Ende. Ihr könnt euch hier über diesen Button neben dem Geld einen Kredit holen. Ich hole mir jetzt einmal von der Ortsbank einen und ich hole mir noch eine Kreditrate, eine Kreditkarte. Dieser Laden hier braucht, was braucht er denn? Wasser. Das soll er bekommen. Sonst zieht er uns wieder aus. Ich hoffe, er hat früh genug Wasser bekommen. Jetzt haben wir einen Auftrag gewonnen. Der Auftrag war, dass wir eine bestimmte Summe an täglichen Mieternahmen machen. Das haben wir geschafft. Ihr seht jetzt, meine Mieternahmen steigen hier auch. Jetzt können wir uns höchstwahrscheinlich wieder einen Auftrag holen. Hier steht, wir brauchen 50 Leute für unsere Belegschaft. Derzeit haben wir 14, das lasse ich noch. Ein wachsendes Einkommen. Hier steht, ich brauche 3000 Einkommen pro Tag. Das lassen wir auch noch. Apartments, 12 Apartments. Hier ist etwas, dass ich einen Laden bekomme, dass wir ein Frühstück nehmen können und einen Mittagstisch. Das nehme ich mal. Weil ich das eben schon gebaut hatte und deswegen bekomme ich sofort das Geld. Und hier wollen sie Einzelhandelswüste, bla bla bla. Ja, sie wollen hier, dass wir 4 kleine Geschäfte bauen. Das nehme ich jetzt einfach mal an. Das ist ein sehr spannender Job. So, wir brauchen jetzt noch hier einen Buchhalter, einen Versicherungsvertreter und einen Rechtsanwalt. Das sollen sie bekommen. Einen Buchhalter und eine Anwaltskanzlei. Und dann brauchen wir noch 4 Kreative und die, wenn ich jetzt hierher klicke und kreative Büros haben möchte, ist ja jetzt hier ein X. Und ihr seht hier vielleicht auch, warum hier ein X ist. Wir brauchen mindestens ein Ansehen, einen Stern. Ein Stern ist hier unten neben dem Geld. Wenn ihr auf den Stern klickt, dann seht ihr, wir brauchen eine Belegschaft von mindestens 20 Leuten und dann bekommen wir diesen Stern. So, ich muss jetzt hier noch schnell ein Telefon legen, sonst werden die Leute hier ungehalten. Wie gesagt, ihr braucht die Leitungen immer nur so weit legen, wie es hier eben auch, dass es gerade noch ins Büro hineinreicht. Also ihr müsst die Leitung nicht bis zum Ende hier legen. So. Es könnte sein, dass hier die Leute bald mal einen Dienst von uns benötigen. Es gibt hier eben diese Überschriften Infrastruktur, Mitarbeiter, Abfall, Türen, Lager, Transit und Lobbys. Bei Mitarbeitern gibt es hier ein Wartungsbüro. Wenn ich ein Wartungsbüro baue, dann kümmern die sich darum Reparaturen. Also wenn der Aufzug kaputt ist oder wenn hier irgendein
ein Problem auftritt, dann macht mein Wartungsbüro einfach hier wieder dieses Ding flott. Ich suche jetzt hier eigentlich einen Dienst. Es gibt hier diese Kurierdienste, es gibt aber auch Bürobedarfsservice, Wasserflaschenservice und so weiter und so fort. Wenn dieser Dienst hier benötigt wird, dann steht es hier, steht jetzt Kopierservice nicht vor Ort, aber von den Mietern erwünscht. Das heißt, wenn ich den jetzt baue um 300, dann wird er auch in Anspruch genommen. Wenn ich jetzt einen Hausmeister baue, dann wird der im Moment noch nicht benötigt, dann habe ich das umsonst gebaut. Das heißt, wir bauen jetzt hier mal einen Kopierservice rein. Und dann schauen wir, was noch benötigt wird. Derzeit nichts. Okay. Das ist eben für unsere Büros und das hier ist für Mieter. So, jetzt haben wir hier oben einen Stern bekommen. Vielen Dank. Und das, was hier jetzt in diesen leichten Gelb-Orange eingefärbt ist, sind jetzt neue Möglichkeiten, die wir haben zum Bauen. Wir können eben jetzt hier einen Verkaufsautomaten bauen, eine Schuhputzstation und so weiter und so fort. Kostet im Moment eigentlich nur Geld. Bringe ich den Mitarbeitern etwas Glück, aber im Moment sind die ja sehr zufrieden. Viel wichtiger ist jetzt, dass wir hier unsere kreativen, ja, ist in Ordnung, dass wir hier unsere kreativen Büros bauen können. Hier oben rechts habe ich ja schon 4 Büros vorbereitet. Dann geben wir jetzt hier den Kreativen ein Büro. Einer fehlt uns noch, damit wir den Auftrag hier auch durchführen können. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier nochmal werben. Das bekommen wir aber hin. So, wir haben ja noch einen zweiten Auftrag. Wir sollen hier ein 4 kleine Geschäfte bauen. Überhaupt kein Problem. Das heißt, wir müssen jetzt mal hier auf meiner Seite noch ein bisschen erweitern, weil ich möchte Geschäfte nicht hier oben haben, sondern eher in der Lobby. Jetzt zum Beispiel regnet es auch. Das bedeutet, dass ich hier weniger Leute kommen, die bei mir shoppen würden oder dass auch das Büro mehr verdreckt sein könnte. Ja, dieses Spiel macht vor allem auch längere Sicht eben viel Spaß, weil ich zoome nochmal raus. Ihr seht eben, also wir könnten hier wirklich nahezu unendlich unser Hochhaus bauen. Jetzt gehen wir hier auf Infrastruktur, mehr Bodenteile hinzufügen und jetzt erweitern wir das Ganze mal. Ich schaue noch schnell, wir wollten ja hier Geschäfte bauen. Das bedeutet einmal und zweimal. Und dann wollte ich noch hier ein Treppenhaus bauen. Das heißt, ich muss bis hierher bauen, bis zu dieser optischen Linie hier. Machen wir das auch so. Eigentlich muss ich noch dreimal mehr bauen, weil ich dazu noch einen Lift möchte. Das ist kein Problem. Das bedeutet, wir bauen jetzt hier einfach mal ein Geschäft hin, sobald meine Mitarbeiter hier die Paneele angebracht haben. Hier haben wir jetzt eine Meldung bekommen, dass wir... Ah, das ist toll. Wir können in den nächsten 48 Stunden um 75% billiger Elektrizität, Telefon und Kabel verlegen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann machen wir das nämlich auch. Ja, das ist perfekt. Schaut, normalerweise schaut, kostet hier ein Verlegen 10 Dollar, jetzt kostet es nur 3 Dollar. Das nutze ich natürlich aus und verlege es hier komplett rüber und auch das Telefon. So ein Angebot gibt es nur selten. Da muss ich eigentlich gleich hier oben auch noch das ausnutzen. Billiger wird es nimmer. Und... hier auch gleich den Strom noch rüberziehen. Ja, perfekt. Okay. Dann können wir hier noch einen Kreativen hinzuholen. Und dann können wir das erste, den ersten Auftrag, oder eigentlich den zweiten Auftrag hier schon abschließen. Dann wollten wir hier unser erstes Einzelhandel, Geschäft bauen.
Dann wollte ich für meine Mitarbeiter, ja, jetzt haben wir den Auftrag geschafft, sehr gut, eine Stiege bauen, auch hier runter. Und auch noch einen Lift, den ich hier noch erweitern wollte. Und jedes Lager, also jeder Verkaufsshop braucht ein Lager. Dann haben wir hier unten, den baue ich direkt, möchte ich direkt hier unten hinbauen. Da fehlt mir noch etwas. Mal sehen, wann hier ein Mitarbeiter kommt, damit er das baut. Dabei können wir hier diese Lager weiterbauen. Habe ich mich verkalkuliert um eine Fläche. Macht aber nichts. So, die sind hier oben gleich fertig. Dann gehen sie runter und bauen wir das noch schnell auf. Was ist hier los? Eigentlich alles gut. So, dann ist das hier, ja, sehr gut, dann ist das hier fertig. Dann bauen wir eben hier die Geschäfte weiter. Einmal, zweimal, dreimal. Und dann benötigen wir ein Lager. Das tun wir hier unten hinein. Und jetzt können wir auswählen, was wir hier wollen. Bücher, Zeitschriften, kleine Elektronik und Lebensmittel. Ich nehme jetzt die Läden, die hier am meisten Geld abwerfen. Von jeder Sparte mal eins. Und dann nochmal eine kleine Elektronik. Und dann schaue ich, ob ich für meine Mitarbeiter hier noch ein Restaurant oder sowas bauen kann. Irgendwas Nettes, Kleines. Ein Café. Perfekt. Und dieses Café benötigt sicherlich hier noch Wasser. Und eventuell auch noch Gas, aber das werden wir dann gleich sehen. Hier bauen jetzt schon die ersten Läden auf und wir haben auch schon so einen Auftrag geschafft. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, Leute, also ich bedanke mich fürs Zusehen. Es hat mich gefreut, dass ich euch das wieder hier ein bisschen zeigen durfte. Wenn es euch auch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und über ein Abo. Und wenn es euch wirklich gefallen hat, freue ich mich über ein Glockensymbol neben dem Abo. Dann bekommt ihr auch immer die neuesten Videos von mir mit. Wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare schreiben. Ich versuche alle zu beantworten. Und ja, ansonsten habt viel Spaß mit dem Spiel, wenn ihr es euch kauft. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.